liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Morgen ist wieder mal Valentinstag. Verliebte dürfen sich an diesem Tag Blumen schenken und ihre Zuneigung mit einem grossen oder kleineren Strauß zeigen. Unsere Blumenabteilung hat sich auch dieses Jahr gut auf den Valentinstag vorbereitet. Neben verschiedenen Schalen, Valentins- und Geschenksträuß für jeden Geschmack und jedes Portemonnaie gibt es dieses Mal auch Moosrosen von Max Havelaar. In den letzten Jahren sind Orchideen immer beliebter geworden. Und wegen der grossen Auswahl eignen sie sich auch am Valentinstag gut zum Schenken. Öfter mit Blumen zu tun, wenn auch nicht unbedingt am Valentinstag, sondern bei seinen zahlreichen Auszeichnungen, hat unser Gast. Herzlich willkommen im Studio, Linard Bardil! Guten Abend zusammen. Hallo Linard, schön bist du da. Gibt es von dir eigentlich eine CD, die sich zum Valentinstag gut schenken lässt? Ich glaube, eine idealer geht es gar nicht mehr. Die ist so rot wie dein Liebling oder die Rose da vorne. «Ein Traum und 12 Lieder» heisst sie. Und dort hat es einen Satz: «Du bist mein Garten und ich bin die Rose, die drin steht.» Und es sind alles nur Liebeslieder. Ah, schön. Und im März machst du dann eine Tour. Hat der Vorverkauf schon angefangen? Ich glaube, der hat überall angefangen. Das ist mit dem Pippo Pollina zusammen, einem sizilianischen Liedermacher-Freund. Und wir sind eine Freundschaftstournee unterwegs, nach 8 Jahren wieder. Die heisst «Insieme» zusammen. Und wir sind von Adorf über Langenthal, Zürich, Bern und Luzern in der ganzen Schweiz, also in der Deutschschweiz vor allem, unterwegs. Also viel Erfolg. Als vielseitiger Künstler fällt es dir sicher jetzt nicht schwer, uns jetzt ein feines Menü zusammen mit dem Andy Zau zu kreieren. Mal schauen. Salut Andy. Salut Linard. Wir machen zusammen Herdöpfel, Gemüsetätschli mit Speck. Grüß dich miteinander. Die Herdöpfel rösten und raffeln. Dann eine rote und eine gelbe Peperoni in kleine Würfel schneiden. Die Rüebli ebenfalls raffeln. Beides dazugeben. Eine Frühlingszwiebel fein hacken und das Kraut in den Ring schneiden. Und dann eine Knoblauchzwiebel dazu pressen. Speckwürfel in knusprig braten, aufs Haushaltungspapier geben, ein bisschen abfetten und zu den anderen Zutaten geben. Mehl, Ei und geriebene Parmesan gut verrühren und in die Masse geben. Dann würzen wir es gut würzen mit ein bisschen Pfeffer, Muskatnuss und Salz nicht sparen. Jetzt Brotbutter erhitzen, den Brotätschli 1-2 Esslöffel von der Masse in die Pfanne geben, ein bisschen flach drücken, so, tipptopp. Und bei mittlerer Hitze beidseitig goldbraun braten und bis zum Servieren im Ofen warm stellen. Für die Soße wieder gelbe und rote Peperoni ganz fein schneiden und mit saurem Halbrahm vermischen. Mit Knoblauchpulver, Salz und Pfeffer würzen. Mit gehacktem Peterli bestreuen und zu den Tätschli servieren. Auch das Rezept steht wie gewohnt in der neuen Coop-Zeitung. Zu ausprobieren lohnt sich. Einen guten. Besten Dank, Andy und Linard. Dann kommen wir jetzt zum Wettbewerb für unsere Zuschauer im Studio. Die Frage hat gelautet, welche Blume wird bei Coop am Valentinstag am meisten verkauft? Rosen, Gerbera oder Tulpen? Die richtige Antwort herausgefunden. Und damit nämlich Rosen. Und damit 2 Tageskarten an die Expo 02 mit Verpflegung im Restaurant Bio Tavola gewonnen hat. Ein Herr oder eine Frau, Gubi Forest, glaube ich, eine Frau. Herzliche Gratulation. Da ist sie. Bitte. Ich möchte mich bei allen fürs Mitmachen bedanken. Ganz speziell bei dir, Linard. Mit dem, wie könnte es auch anders sein, Valentinstrauß aus unserer Blumenabteilung. Grazie a tutti. Auch Sie daheim können heute wieder gewinnen beim neuen Expo 02-Spiel in der Coop-Zeitung, ermöglicht von folgenden Sponsoren: Gomfi des Jahres von Hero, Kikkoman Sojasauce, Apizeller Sürschua, Milka Schoko und Keksmini und Scala Pomodori Secchi. Zu gewinnen gibt es auch hier Tageskarten für die Expo 02 und Gutschein für das Coop-Restaurant Bio Tavola in Neuenburg. Das Mitmachen lohnt sich also. Zum Schluss noch ein Tipp für alle, die den Frühling kaum erwarten können.
Wenn man jetzt Zweig von Forsythien, Krise oder wieder einstellt, sieht es in ein paar Tagen dann so aus. Das war es für heute. In einer Woche zeigen wir Ihnen unter anderem, wie Sie mit neuen Fertiggerichten Zeit in der Küche sparen können. Es wäre schön, wenn Sie dann auch wieder dabei wären. Auf Wiedersehen!